Nach der Anklage gegen Ex-ÖVP-Innenminister Ernst Strasser wegen Bestechlichkeit könnte es jetzt bald auch eine Anklage gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser geben. Dabei geht es aber nicht um die Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts, die gegen Grasser geführt werden, sondern um Steuerhinterziehung. Es geht um Einkünfte, die Karl-Heinz Grasser nach seiner Tätigkeit als Finanzminister bei Meindl International Power gemacht hat. Das sollen 8,5 Millionen Euro an Provisionen gewesen sein. 2,6 Millionen davon soll Grasser nicht versteuert haben, vermuten die Steuerfahnder.